Wenn Gott spricht, dann sollte man das auch glauben. Aber ist denn das Neue Testament nicht vielleicht nur eine Sammlung voller Mythen und Fabeln und historisch eher unglaubwürdig? Sowohl die Texte als auch die Autoren des Neuen Testaments sind glaubwürdig, davon bin ich überzeugt und ich will dir in diesem Video vier Argumente dafür nennen, die aus meiner Sicht ganz klar dafür sprechen. Das erste Argument sind beschämende Details über die Leiter der frühen Kirche. In den Evangelien, der Apostelgeschichte, den Briefen stehen viele Dinge über die Leiter der frühen Kirche geschrieben, die diese in keinem besonders guten Licht dastehen lassen. Oft checken sie gar nicht, was Jesus ihnen sagen will oder glauben es nicht, streiten sich miteinander über Macht und darüber, wer unter ihnen der Größte ist, verhalten sich rassistisch gegenüber Mitgliedern in der Kirche, verstecken sich, als Jesus gekreuzigt wird und so weiter und so weiter. Wenn man Stories erfindet, in denen man die wichtigsten Leiter der eigenen Bewegung mit einbaut, dann wäre zu erwarten, dass die in den Stories als Helden dargestellt werden, um so ihre Autorität zu stärken. Aber das Gegenteil ist der Fall, was naheliegen lässt, dass diese Stories eben nicht erfunden sind. Mein zweites Argument ist die Art und Weise, wie auf Personen und Ereignisse eingegangen wird. Da könnte man ganz viele Beispiele nennen. Eines, das ich interessant finde, ist in 2. Korinther 2, Vers 12 zu finden. Dort schreibt Paulus an die Christen in Korinth über zuvor geschehene Wunder. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Also er erinnert sie an seinen Dienst als Apostel in ihrer Mitte und schreibt von Wundern, die passiert sind, an die sie sich zurückerinnern sollen. Das legt nahe, dass dort wirklich Wunder passiert sind. Denn wieso sonst sollte Paulus sie an Dinge erinnern, die nie stattgefunden haben? Es gibt noch andere Stellen wie diese, die voraussetzen, dass bestimmte Ereignisse sich wirklich zugetragen haben und damit die Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments unterstreichen. Mein drittes Argument ist die Schlichtheit der Auferstehungsberichte. Wenn man die Evangelien mit anderen Texten aus dieser Zeit und späteren christlichen Texten vergleicht, dann fällt einem auf, dass die Evangelisten sehr nüchtern und ohne erkennbare apologetische Motive über die Auferstehung Jesu berichten. In späteren Fake-Evangelien und apokryphen Schriften wird zum Beispiel die Auferstehung Jesu in den buntesten Farben ausgemalt. In den Evangelien des Neuen Testaments hingegen wird im Vergleich dazu recht trocken davon berichtet. Es wird einfach nur erzählt, wie ein paar Frauen an das Grab von Jesus kommen und es leer vorfinden. Eine hält den auferstandenen Jesus, der ihr begegnet, sogar noch für den Gärtner. Selbst die Engelserscheinungen werden recht schlicht wiedergegeben. Die Evangelien erzählen es ohne eine übertreibende Darstellung und haben so nicht diesen mythenhaften Charakter, wie ihn andere Wunderberichte haben, was ihre historische Glaubwürdigkeit unterstreicht. Und mein viertes Argument sind die vielen kleinen Details. Wir finden viele kleine Details, welche die historische Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments unterstreichen, beispielsweise Ortsangaben. Wenn man sich spätere Fake-Evangelien aus dem 2. Jahrhundert anschaut, sieht man, dass dort so gut wie keine Ortsangaben gemacht wurden. Warum? Weil die Autoren offenkundig selber nicht vor Ort gewesen sind. Die Evangelienberichte des Neuen Testaments hingegen sind voller Ortsangaben und Ortsangaben, die historisch akkurat sind, was nahelegt, dass sie selbst vor Ort waren. Craig Blomberg hat eine Liste erstellt mit 54 Details im Johannesevangelium, die archäologisch und durch andere Quellen bestätigt wurden und eben nahelegen, dass es von Personen geschrieben wurden, die selbst vor Ort waren. Dazu gehören Dinge wie zum Beispiel die richtigen Abstände zwischen Ortschaften oder die Erwähnung kleiner, unbedeutender Dörfer. Ähnliche Ausarbeitungen gibt es auch zur Apostelgeschichte. Und ich selbst habe auf meiner letzten Griechenlandreise archäologische Funde besichtigt, welche die Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments unterstreichen. Beispielsweise die Gallio-Inschrift in Delphi, welche eine Anordnung des Prokonsuls Gallio beschreibt und damit bestätigt, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Oder die Erastus-Inschrift in Korinth. Das ist ein Pflasterstein, der von einem Christen namens Erastus bedruckt wurde, von dem das Neue Testament an mehreren Stellen berichtet. So ein weiteres Detail sind die Namen in den Evangelien. So denk mal kurz drüber nach, was in den 50er Jahren typische Namen von Menschen in Polen und Belgien waren. Wahrscheinlich hast du so wie ich keine Ahnung. Wenn du heute eine Geschichte erfinden würdest, die sich damals dort abgespielt hat, dann würdest du den Figuren wahrscheinlich einige untypische Namen geben. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt und sich mit Namen aus der damaligen Zeit beschäftigt, würde das dann auch feststellen.
Genau das wäre auch der Fall, wenn die Evangelien erst später von Nicht-Augenzeugen geschrieben worden wären. Wir sehen das bei den Pseudo-Evangelien, die später geschrieben wurden. Die sind voller Namen, die sehr untypisch sind für Juden, die im ersten Jahrhundert in Israel gelebt haben. Die Namen hingegen, die wir in den Evangelien finden, passen sehr genau mit den Namen zusammen, von denen wir durch archäologische Funde und nicht biblische Quellen wissen, dass sie in dieser Zeit und in dieser Gegend gebräuchlich waren. So, das sind jetzt einige von vielen Gründen, die aus meiner Sicht dafür sprechen, dass das Neue Testament historisch zuverlässig ist und seine Autoren es ebenso sind. Du hältst mit dem Neuen Testament keine Fantasy-Geschichten in der Hand, sondern Dokumente, die den historischen Test bestehen.